Wir sind heute im Museum Herrenmühle. Hallo Maria. Hallo. Du kennst dich hier als Museumsmitarbeiterin bestens aus und ich freue mich jetzt drauf, hier eine Menge zu lernen und zu erfahren. Okay. Erstmal Museum Herrenmühle, das ist ja ein interessanter Name. Was hat es denn damit auf sich? Woher kommt der? Die Herrenmühle hat ihren Ursprung im 13. Jahrhundert. Das ist schon ein sehr altes Gebäude der Stadt. Es gab damals die Ratsherren von Hammelburg, die hier die Oberaufsicht über diese Mühle hatten. Daher Herren und Mühle, weil es eine alte Getreidemühle der Stadt Hammelburg ist. Seit 1991 haben wir jetzt hier in der Herrenmühle das Museum zum Thema Brot und Wein. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Gerne. Wir sind jetzt hier in unserem Sonderausstellungsraum. Da werden in regelmäßigen Abständen immer wieder Ausstellungen zu verschiedensten Themen durchgeführt. Was wir auch haben noch, sind einmal im Monat der Abend im Museum. Da sind unsere Gäste hier, um Themen rund ums Museum neu zu entdecken. Was vielleicht auch ganz interessant ist, es ist für unser Museum nicht nur ein Sonderausstellungsraum, sondern ein Multifunktionsraum. Was nämlich viele nicht wissen, man kann auch hier im Museum heiraten. Museum seit 1991. Dafür sieht es ja aber sehr modern aus. Warum das? Ja, es ist eigentlich neu. Wir haben ein ganz neues Konzept. Es wurde die gesamte Ausstellung überarbeitet und wir haben erst letztes Jahr im November 2017 hier neu eröffnet. Und was sind die großen Änderungen oder Neuerungen? Ja, man findet jetzt Modernisierungen, wie jetzt zum Beispiel vor uns in Form von Animationen. Wir haben interaktive Stationen und auch Klangstationen eingebaut und auch, was jetzt in der Gesellschaft ganz interessant ist, die Foodsteps zum Thema Ernährung und Genuss sind ebenfalls zu finden bei uns. Ja, Ziel dieses neuen Konzeptes ist es, alle Altersgruppen anzusprechen, auch alle Sinne und dadurch für die ganze Familie ein Museumserlebnis zu schaffen. Also ein Museum für alle, für Groß und Klein. Genau. Was wird denn da für die großen und kleinen Gäste so beispielsweise geboten? Für unsere kleinen Gäste ist es ganz klar die Mäusesuche. Wir haben in diesen Stationen überall Mäuselöcher integriert, wo sie unsere Maskottchen immer wieder finden können, auf jeder Etage. Und was gibt es für die Erwachsenen? Für die erwachsenen Gäste ist mit Sicherheit eine Besonderheit bei uns, dass sie mit der Eintrittskarte auch eine Weinprobe erhalten können, wenn sie möchten. Mit diesem Glas Wein in der Hand können sie dann durch die ganze Ausstellung gehen. Weil wir haben ja auch die Stationen zum Thema Wein, wo sie dann direkt auch ihren Wein, den sie in der Hand haben, vergleichen können. Ist der herb oder ist der süßlich? Ne? Welche Note hat der? Und was ist dein ganz persönliches Highlight hier in der Herrenmühle? Mein Highlight ist das ganze Außengelände eigentlich. Der Zugang zum Wasser direkt zur Saale. Wir haben hier das Mühlenrad, die Brücke und auch unsere Museumsinsel, wo wir immer wieder die Feste haben. Insgesamt finde ich, ist das hier einer der schönsten Orte in Hammelburg. Ja, das war jetzt echt ein spannender Rundgang. Und was kann ich jetzt mitnehmen, so als Erinnerung? Wir haben einen kleinen Souvenirshop. Passend zum Thema gibt es bei uns natürlich Weine, die man sich mitnehmen kann. Wir haben auch Brotmischungen, ne? Brot und Wein. Und ganz interessant für unsere Kinder sind natürlich immer unsere Maskottchen, ne? Die Museumsmäuse, die die Kinder ja auch durchs ganze Museum begleiten. Die heißen übrigens Fritz und Marie, wurden von den Kindern so genannt. Wir hatten da eine Auslosung gemacht. Ja, und das kann man sich mit nach Hause nehmen, auch das Rhönschaf. Okay, ja, da überlege ich jetzt mal, was ich mir mitnehme. Dir aber erstmal vielen, vielen Dank für den Rundgang und für das Interview. Gerne. Und ich kann es jedem empfehlen, hier einen Besuch zu machen. Und wir würden uns sehr freuen, euch hier begrüßen zu dürfen.